sitzen. Nee, kann. Hä? Also das ist wahrscheinlich wieder so ein Rätsel, wo man vielleicht zu zweit was machen müsste. Ich glaube, die fokussieren sich hier deutlich, deutlich stärker darauf, dass man diese Coop-Dinger auch kooperativ halt macht. Also hier gibt es ja die Möglichkeit dazu. Ja, ich schwitze hier gerade übelst. Wo kommt denn die Hitze plötzlich her? Hui! Warte. Ach komm! Jeder weiß, wie ein Portal funktioniert. Nicht so. Das muss mehr Schwung. Außer es packt halt komplett rum. Erst aufheben, dann fetten Würfel platzieren und dann durch die Luke verschwinden. Danke für das Medaillon, Rosie. Was für einen Spaß wir hatten. Lass uns das nächste Jahr wieder machen. Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Ich liebe dich, Isabel. Hier fliegen überall Briefe von diesen Frauen herum. Ich glaube nicht, dass wir immer noch nach Blumen suchen. Rosie und Isabel. Ein Blümchen und doch ein Blümchen. Na, das war zu spät. Aua. Ach komm. Das ist meine Chance, ist besser, wenn ich den hier mache. Ich dann das Timing austrickse. Ja. Das ist die goldene Frage, wie kriege ich das Tor auf? Ah ne, warte mal, Moment. Oh. Ne, andersrum. Hä? Das war auch nicht richtig. Kann ich den drehen? Moment. Ich kann es nur verschieben, aber nicht drehen. Not sure. Ach, Quatsch. Ja, jetzt hab ich's auch. Hat ein bisschen länger gedauert, jetzt hab ich's auch. Hilft mir zwar immer noch nicht beim Rüberklettern jetzt, aber... Wie soll ich denn da rüberkommen? Moment, habe ich so eine Planke, die so weit reicht? Nee, oder? Hab ich auch schon wieder ein Dreieck? Ja, ich habe Viereck. Okay. Okay. Hilft das? Oh, nee, nicht ganz.
sind doch echt keine Holzplattformen, ne? So. Alle ab. Alle ab. Alle ab. Alle ab. Alle ab. Alle ab. Hui. Oh, oh, hä? Das wird, hä? Hey, was soll das denn? Hä? Ich war auch drüben? Hey, wieso? Hä? Ah, jetzt geht's jetzt. Okay. Ah, Landespinne! Sag mal, wie viele Spinnen sind denn hier? Spinnt doch die Spinne! Au, 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 au! Ich hab die von oben übersehen. Okay. Schon mal die eine Hälfte. Ist die andere Hälfte? Ach, Mist. Und ich brauche meine Bogenschützen, sonst komme ich nicht voran. Juppiu! Willkommen zurück, Claudi! Na? Alles Paletti? Ach, hier ist ein Hebel. Und das Tor, es öffnet sich! Weiter darf ich gehen. Oh, und ich kann einfach oben rumlaufen. Ja, hab einen Laden gefunden. Oh. Echt süß. Was für ein Laden? Erzähl mal. Erzähl mal. Dann mache ich jetzt Trick 17 nochmal. Okay. Sich anders lösen im Moment. Ah, nein! Okay, so. Oh boy. Man baut sich einfach selber seine Brücke. Finde ich cool. Saugrad, das tatsächlich fermentiert wurde. Mein Jump ich jetzt hier wirklich höher? Nee. Hä? Das klappt? Na komm! Da fehlt doch nichts mehr. Weck dich! Das war ein großer Zauberer. Jetzt wird wieder geweckt. Genau, läuft. Läuft alles, ihr hört mich, ihr hört das Spiel. Passt. Ich merke gerade, dass ich Musik vergessen habe zu machen. Upsi. So. Machen wir so. Auf zur Hexe. So, sexy Hexi mit dem Spinnenfetisch. Bin da unten. Nee, Spinne hinter mir. Wo kommt die denn her? Wo kommen die denn jetzt her? Dieses Viech.
Hä? Moment. Hä? Warum? So. Nee. Nee, eben. No. Na. Nee. Okay, ich lerne mal draus. Ich mach das jetzt nicht nochmal. Ja, was bringt mir das denn? Jump da rein. Das war jetzt einfach nur umständlich. Ich habe gerade gezeigt, wie man umständlich sterben kann in dem Game. So, warte mal. Ich kann natürlich... Aber das hätte ich auch so machen können. Warte mal. Kann ich das Ding hier so drauf platzieren? Nein! Klonk. Einmal auf den Kopf. Gib mir noch mal so ein paar Sekunden. Ich überleg noch. Ja, ich hab's verstanden. Also, das meine ich ja. Gib mir noch mal ein paar Sekunden zu überlegen und, wenn ich nicht drauf komme, darfst du es mir sagen. Aber noch überlege ich gerade. Ja, was gewinne ich denn? Ich bin doch gar nichts. Ja, das bringt mir auch nichts. Komm, sag mal an, was ist deine Idee? Sag mal an, Daniel. Dani. Das ist so deine Idee. Ich merke schon, Teil 2 ist schwieriger. Also Teil 1 war ein bisschen straightforward mit dem Puzzle. Das hier ist gerade so ein bisschen, ich wüsste nicht wie. Warte mal. Nope. Man muss dabei stehen. Von oben. Nee, er kann, also ja, er kann nicht. Er kann das... nicht fernbedienen. Flop. Nee, meine beste Idee wäre... Warte mal, und was ist, wenn ich hier einen... Aber das ist kein Holzwürfel. Wäre das jetzt ein Holzwürfel, wäre das eine Idee. Ich will trotzdem hochfahren. Ja, ich versuch's mal. Also ich kann jetzt halt bis da ganz nach oben machen. Aber ich komme halt da auch nicht mehr hoch. Ohne. Durch den linken Spiegel oben. Ja, aber ich muss ja erstmal in den einen hier rein können. Ja. Warte mal. Jetzt mal verschwinden lassen. Und jetzt meinst du nochmal durchjumpen und dann irgendwie so... Nee. Das Momentum ist nicht wie bei Portal. Irgendwie... Ich habe auch jetzt mal gedacht so, hey, ich nutze einfach das Momentum aus und mache einfach den hier, aber irgendwie falle ich einfach nur straight runter. Den hier mache und dann einfach den hier wieder mache. Naja, bringe ich mich immer nur selber um. Ja, das ist wieder leider nicht so hundertprozentig wie bei Portal. Bei Portal hätte es ja klappen können. Warte mal, kann ich den drehen? Nee.
Ich kann nur heben und senken. Also hier so in der diesen Achsen bewegen. Ich kann nicht drehen. Womit macht er seine Plattform? Ja, aber die zerstört sich ja. Also die bleibt ja leider nicht lange stehen. Ne? Wobei, Moment, die bleibt nicht lange, aber sie bleibt einen kurzen Moment stehen, ne? Bin nicht sicher, ob das intended war, aber ist egal, das ist eine Lösung, es hat funktioniert. Easy. Ach so, stimmt, meine Brücke mit Gegengewicht hätte ich machen können, ne? Bin nicht sicher, aber ich glaube, um sicher zu gehen, will ich das hier unten verstopfen. So. Oh nein! Oh nein, 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 nein. Habe ich das gerade gemacht? War ich das jetzt? Nein, es brennt! Ah! Panik! Jetzt habe ich es auf beiden Seiten angemacht. Ein Deckel zu! Ein Deckel zu! Okay, gibt mal einer weniger. Okay. Ich muss unbedingt mal beim nächsten Mal darauf warten, wenn ich so einen langsamen Hebel habe, ob Pontius als Ritter einfach mehr schneller machen kann. Hier hängen Menschen ab. Willkommen, Fremde. Ihr habt alle Fallen für die Kobolde hinter euch gebracht. Ich bin Rosabel. Einst war ich Königin dieses Landes. Was wisst ihr über diese Kobolde? Die Kobolde sind vor langer Zeit hier eingefallen. Sie zerstörten das Königreich und der Wald verwilderte. Frau Königin, wissen Sie etwas über eine sprechende Blume? Oder wissen Sie, warum die Pflanzen so wild wachsen? Ich kann euch mehr verraten, aber erst müsst ihr mir helfen. Draußen am See ist ein Schloss. Das Haus meines Vaters. Dort sitzt nun der Koboldkönig und beschmutzt die Hallen. Erschlagt ihn und ich sage euch alles. Ihr könnt alle Schätze, die ihr findet, behalten. Ehrlich? Pontius nahm Rosabels Einladung zum Abendessen sofort an. Als ihre Gastgeberin sich für die Nacht zurückzog, sammelten die Helden ihre Stärke. Bald verließen sie das unheimliche Haus. Also, es war schon spät. Aber ihre Aufgabe trieb sie weiter. Ehrliche Meinung. Ehrliche Meinung. Wie hieß sie? Rosabel. Rosabel war doch gerade eine 1A klassische, stereotypische Hexe, oder? Also eine der schwarzes Gewand, schwarze Haare, auch Hexe. Na gut, sie hat jetzt kein pockennarbiges Gesicht gehabt oder so, aber ansonsten, ne? Das war doch die böse Hexe. Das war doch die böse Hexe gerade. Es ist besser, mit vollem Magen zu reisen. Diese Rosabel ist schon eine feine Dame. Ich denke, sie war schon ziemlich hübsch. Für eine ältere Frau. Also hübscher als deine Frau? Sie muss krank vor Sorge sein. Oder sehr wütend. Wahrscheinlich beides. Nicht sicher, aber egal. Was Neues draufschießen. Es kommt einfach Wasser raus. Es ist einfach Wasser. Wasser, welches sich dann am Boden sammelt. Stimmt, man kann es ja kippen und wenden. So. Und peng. Hello Tree, my friend. Nee, das hä? Wie soll ich denn das jetzt? Ah, warte, muss ich das so machen? Nee. Das sehe ich aber nicht.
Ich brauche ein zweites. Warte mal, meine Planke? Ja, aber meine Planke ist doch löchrig. Ah! Komplett Panik geschoben. Ich habe gerade irgendwelche Tasten gedrückt. Hey, wenn ich noch so ein... Kann ich das vielleicht da oben verschieben? Nee. Was? Nein. Ja, wahrscheinlich wieder so ein Ding. Ich glaube, zwei Spieler hätten es da ein bisschen leichter jetzt gerade als ich alleine. Was ist das für eine Blume? Kein Gänseblümchen. Mit diesem Wald stimmt etwas nicht. Was macht die Pflanze? Ich glaube, die will mir was antun. Schneller, schneller! Warte mal, die futtert jetzt. Hui! Ich glaube nicht, dass es die Idee war vom Spiel, aber egal. Ausgedribbelt. Ja, ja! Futter ihn! Nice. Das Futter meines Feindes ist mein Freund oder so. Nein, 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 nein. Panik! Alter, ich bin gut. Ach so. Nice. War ein bisschen chaotisch, aber ich bin durchgekommen. Bin happy. Man, der Boden wackelt. So, kann ich in der Luft schlagen, ne? Aber ich kann auch den hier da. Oder? Ja, warte mal. Nicht genug Punkte für. Ach, warte, stimmt, ich kann den Hammer werfen. Ah! Acker Pontius. Naja. Ich habe das Wasser ins Wasser geschickt. Oh, seht euch diese kleinen Lichter an. Hast du noch nie Glühwürmchen gesehen? Die werden vom Licht angezogen. Ah, oh nein. Echt? Echt die Lampe! Ah, wie süß. Nein! Hier, guck mal, lecker Glühwürmchen. Ah, warte, 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 da ist ja... Ah, oh boy. Alter, was muss ich hier jetzt bauen, damit ich da durchkomme? Ich müsste das hier anheben.
hier irgendwo positionieren und den anderen auch noch daneben halten und dann habe ich vielleicht eine Chance. Ja. Bauen wir mal, ne? Vielleicht reicht es auch, wenn ich hier unten das Ding einfach platziere. Warte mal. Na. Wobei, nee, es reicht nicht. Es muss ja oben sein. Nein! Ihr Lieben. Nein. Meine Idee ist nämlich zu sagen, dass das hier da drauf muss. Das heißt eigentlich so ganz vorsichtig schubsen. Bis es sich endlich runterneigen möchte nach rechts. Genau, so lange. Nein. Ich habe nur kein Feingefühl in der Hand, ey. Controller ist nicht meine Stärke. Nein. Bleib liegen. Bleib liegen. Da. Mal. Mitgefühl. So ein Ich bin so ein Klaus für sowas, ne? Ja, schon besser. Okay. Ja. Muss das Ding nur noch das Gewicht aushalten? Blödes Scheißteil! Blöde Pflanzen nicht! Das mache ich nicht. Wer hätte das gedacht? Nein, was? Wieso? Da hat der mich jetzt gefressen. Es hätte klappen können. So, theoretisch. Ich hab grad Spaß am Blöckchen bauen, ne? Mir ist nicht gut. Du hättest mehr zu Abend essen sollen als nur einen Apfel. Nein, es ist der Wald. Er ist irgendwie dunkel.